Willkommen, Gregor Schlierenzauer. Ich habe die Absicht gehabt, mich auch mit dir zu verabreden, selbst wenn diese Rakete heute nicht von dir gezündet worden wäre. 253,5 Meter in Planitza, so weit wie Stefan Kraft den Weltrekord gesprungen ist. Zwei Kampfrichter waren sich nicht so ganz einig, ne? Anscheinend, ja. Ja. Danke für die Einladung. Na, man hätte mit dir zu plaudern. Eben drum. Wer mit Gregor Schlierenzauer, wenn man die Chance hat, muss man einfach reden, weil eigentlich in allen Interviews irgendwo eine Substanz drin ist, die man vorher vielleicht noch nicht hatte. Gregor, ich will mal ganz pauschal fragen, es war ja fast nach der Verletzung wie ein Comeback. Unter dem Strich, alles richtig gemacht oder hättest du vielleicht jetzt anders entschieden? In Bezug auf was entschieden? Na, du hättest ja auch dich auf deinem Reichtum ausruhen können und deinen Hobbys nachgehen können und nicht mehr springen. Ach so. Du hast ja so viel erreicht. Naja, aber ich bin ja nach wie vor sehr jung und natürlich waren es herausfordernde Zeiten. Und vor allem andere Zeiten, wie er hofft oder wie man sich denkt. Aber ich denke, es tut nicht nur mir sehr gut, sondern vor allem vielen anderen auch Mut zu machen, dass es immer weitergeht. Und es gibt weitaus Schlimmeres im Leben, wie weniger erfolgreich Ski zu springen. Und am Ende des Tages muss man sich immer hinterfragen, warum will man es, warum macht man es. Und am Ende des Tages gibt es mir nach wie vor sehr, sehr viel Energie und ich liebe den Sport. Und ich glaube, dass ich auch nach wie vor mein Potenzial habe, wobei ich es halt noch nicht oder zu wenig konstant abrufen kann. Und ja, so ist der Spitzensport. Bleiben wir mal beim Thema. Ich habe Hanno Manning gefragt und Jason Lamy. Bei Ihnen kommt eine andere Antwort. Okay, man kann das wahrscheinlich auch nicht vergleichen. Sie haben ein Comeback gestartet, ohne dass es, sagen wir mal, zwingende Gründe gab. Manning war schon Pilot, der hatte seine Ausbildung. Und Lamy war einfach neugierig. Und es ist ja im Leben fast alles immer eine Frage der Motivation. Warum mache ich irgendetwas? Du hast nun wirklich auf dem Klavier nicht nur die schwarzen, sondern auch die weißen Tasten gespielt. Warst du auch neugierig auf das, was nach der Verletzung kommt? Ich glaube, das hat weniger was mit Neugier zu tun, sondern meine Karriere ist sehr steil bergauf gegangen in sehr jungen Jahren und da ist sehr viel hereingeprasselt. Und dann hat es halt einen Moment gegeben, wo ich einen Abstand gebracht habe, vom Kopf her, von der mentalen Seite, raus aus diesem Hamsterrad. Und dann ist noch dazu die Verletzung gekommen, die diese Pause eigentlich verlängert hat. Ich hätte ja nie mit 8 oder 9 Monaten gerechnet, sondern bin dann nach der Vierschanzentournee im Jänner ausgestiegen. Und normal fängt man dann wieder im Mai an zu trainieren, aber dem war nicht so. Und so habe ich eigentlich fast ein ganzes Jahr für mich gehabt. Und das war sehr gut, hat mir sehr gut getan. Habe ich sehr viel reflektieren können. Und natürlich entwickelt sich der Skisprungsport weiter. Natürlich muss man sich nach einer Verletzung zurückkämpfen. Und natürlich bin ich auch nur ein Mensch und keine Maschine. Und so kommen die Dinge zustande. Gregor, wir haben immer Klartext miteinander geredet. Vor deiner Verletzung gab es sicher auch Leute, die gesagt haben, der Schlierenzauer ist ein bisschen überheblich. Nach der Verletzung, jetzt in den letzten Wochen und Monaten, haben die gleichen Leute irgendwo einen anderen Eindruck. Hast du dich von deinem Charakter her ein bisschen verändert? Kann das sein? Also grundsätzlich gibt es, glaube ich, kein richtig oder falsch, sondern nur Erfahrungen. Und jede Erfahrung macht dich stärker. Und wie gesagt, man muss, so wie das bei mir in der Karriere passiert ist, mit so jungen Jahren sehr viel über einen hereingeprasselt ist, sehr viel passiert ist, das muss man erst einmal verarbeiten und auch reflektieren. Das ist auch gar nicht immer so einfach, wie viele Leute denken. Und von dem her, ja, vielleicht habe ich auch nicht immer alles richtig gemacht, klar. Aber ich denke, am Ende des Tages kann man nichts falsch machen, sondern habe mich versucht, immer so zu geben, wie ich bin, ohne zu verstellen. Und ich bin halt einmal ein Rennpferd, wenn es auf die Sache drauf losgeht, oder ein sehr professioneller Athlet, wo ich dann halt auch meine Grenzen habe. Aber natürlich kann man gewisse Dinge auch anders sehen und da hilft natürlich eine Pause und ein Zurückkommen, Zurückfighten sicherlich mehr und persönlich, ja, hat es mir gut getan. Kannst du uns Otto Normalverbrauchern erklären, wieso Vikersund
allerhöchstens Normalkost ist, Erbsensuppe, und in Planitza 253,5 Meter. Das sind doch Welten. Ja, ganz so sieg ich es nicht, weil im Probedurchgang war in Stassum zum Beispiel auch schon 220 Meter. Was fehlt, ist die Konstanz ein bisschen zur Zeit. Der Sprung ist teilweise gut, aber eben auch zu wenig, er hat zu wenig Breite. Und ja, so kommen diese Unterschiede heraus. Und Planitza ist natürlich eine Schanze, die was ich immer schon sehr gerne geliebt habe, muss ich da fast sagen. Und ja, heute war ein sehr guter Sprung, plus gute Bedingungen, dann kann es halt auch mal weit gehen. Und das war halt der Fall. Es hat, gut, du warst, glaube ich, sehr lange aufgehalten in der Leaderbox und so weiter, aber du hast doch diesen Sprung heute mit Sicherheit genossen. Das war auch ein Bad in der Menge. Ja, man springt ja nicht alle Tage Weltrekord. Das ist wohl wahr. Wenn man es da nicht genießen darf, ist man sowieso fehl am Platz. Und diese Momente, auch wenn man in Schnee hineingreift und wenn viele sagen, ja, es ist schade, dass es nicht der Weltrekord ist, es ist eigentlich völlig egal, weil der Athlet hat so ein intimes Gefühl in der Luft, der kann das so nachempfinden und der ist dann so mit Adrenalin vollgepumpt, das kann da sowieso keiner nehmen. Und der Sprung war mehr für mich, fürs Herz, für meine Seele. Und den nimmt man wahrscheinlich nicht nur dieses Wochenende mit, sondern ein ganzes Leben. Und Weltrekord hin oder her ist ja völlig wurscht. Gregor, das ist du in einem Grenzbereich. Da wird es ja schon flach. Kann man so eine Weite im Planitza überhaupt stehen? Kommt, glaube ich, ein bisschen auf den Athlet drauf an, ein bisschen auf die Flugkurve, auch auf die Geschwindigkeit. Ich habe nicht erstanden und von dem her, ja, ist es sicher nicht ganz einfach. Wie wird es weitergehen, Gregor? Ich meine, du gehst jetzt, egal was in Planitza noch passiert, mit einem Gefühl aus der Saison heraus, das ist einfach positiv. Inwieweit kann man das mitnehmen? Beeinflusst das deine Planung oder ist das egal? Na, ist immer gut, wenn man positiv aufhört. Mit der Saison? Mit der Saison, ja. Man muss immer nicht, dass das ein falscher Zungenschlag ist. Man muss immer zwischen den Zeilen lesen. Und natürlich war es nicht die Saison, die was ich mir erhofft habe oder für die ich auch sehr hart gearbeitet habe. Aber schlussendlich bin ich nach vor 28 und sehr motiviert und vor allem auch gesundheitlich wieder auf dem Niveau, wo es mir sehr gut geht, wo ich Energie habe. Und das ist, glaube ich, am Ende des Tages das Wichtigste. Und es kommen jetzt, glaube ich, schon noch ein, zwei, drei, vielleicht sogar auch 4 Jahre auf mich zu, die was sehr wertvoll sein werden. Und ich schaue jetzt Step für Step, nach dem März kommt der April. Und meistens, wenn man ein bisschen weiter vorschaut, dann weiß man, dass nächstes Jahr die Heimweltmeisterschaften sein in Seefeld und in Innsbruck. Also auch wieder was ganz Besonderes und viel, viel länger schaut man dann auch nicht vor. Aber ich bin bis jetzt einmal sehr motiviert. Gregor, natürlich. Ich bin auch motiviert, wenn ich die Chance habe, mit dir zu reden. Und die möchte ich ja auch weiter haben. Und du würdest der Szene natürlich sehr, sehr fehlen. Und so wie sich das alles darstellt, wie beweglich das auch alles ist, mal ganz oben, mal ganz unten, auch in anderen Landesverbänden. Wer weiß, wann der 54. Weltcup-Sieg kommt. Das ist nur eine Frage der Zeit. So ist es. Ja, Gregor, ich bedanke mich. Danke auch. Schönes Alles Gute. Danke. Okay.